Ein attraktiver junger Mann, das genügt manchmal. Allerdings nur für eine gewisse Zeit. Ja, wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn? Es war mein tragischer Lebensirrtum, dass ich glaubte, im Theater gelten die Schranken und Beschränktheiten des normalen Lebens nicht. Man könne alles gewissermaßen die ganze Existenz ins Äußerste, Hellste und Extremste treiben. Aber gerade auf dem Theater heißt es ja Disziplin üben, Disziplin halten. Man darf ja auf keinen Fall ein unsicherer Kantonist sein, sonst muss ja sofort der Vorhang fallen. Ja, allerdings. Es ist doch bloß wegen dem Hund, dass ich hier bin. Ich kenne diverse Beispiele, wo das der Fall war. Ich erinnere mich an die Sache mit dem Rosenkranz in Heinrich dem Vierten. Was wollen Sie? Ich bring den Hund. Wo denn? Wo ist er denn? Momentan, ich weiß nicht. Ich weiß ja selber nicht, wo ich nach gerade bin. Auf die Bühne, gnädige Frau. Danke. Danke. Hier sieht's ja furchtbar aus. Wo ist denn Ihr Hund? Furchtbar. Aber den habe ich doch mitgebracht. Er ist verschwunden. Ich habe ihn bloß einmal losgemacht und dann hat er rumgeschnüffelt. Ich glaube auch nicht, dass ich den Hund brauchen könnt. Den kann niemand brauchen. Ich auch nicht. Ich habe von einem Kollegen gehört, dass Sie einen Hund suchen. Der hat mir bisher nur geärgert. Was muss er denn können für seine Rolle? Nichts. Gar nichts. Dann wäre er vielleicht sogar richtig. Der kann überhaupt nichts. Er muss nur eins, geduldig sein. Ja, das geht vielleicht. Er wird herumgetragen. Jemand trägt ihn während einer Szene über die Bühne und wirft ihn dann in eine Tonne. Also das Vieh hat mir bloß Unglück gebracht. Erst im Taxi. Da haben sich meine Fahrgäste beschwert, weil er stinkt. Besonders bei Regenwetter. Würde ich mich auch beschweren. Tiere gehören nicht auf die Bühne. Ja. Tiere gehören in den Zirkus. Ja. Da rauscht eine elegante Dame in die Manege und es springen ihr ein halbes Dutzend Hunde aus dem Rock. Stellen Sie sich das vor. Pervers! Ich erinnere mich an die Sache mit dem Rosenkranz in Heinrich dem Vierten. Da stand der Prinz am Bett des sterbenden Vaters und ließ seinen Rosenkranz durch die Finger gleiten. Schön und gut. Und dann kam er nach vorn an die Rampe. Und dann schnippte er die Perlen des Rosenkranzes mit dem Daumen und mit dem Zeigefinger in das Publikum. So. Das war ein Einfall des Regisseurs, worauf er bestanden hatte. Das tat der Schauspieler also ziemlich lange und schließlich, wie soll es anders sein, rief jemand aus dem Publikum herauf, genug damit. Und einige andere im Publikum brachen darüber in Gelächter aus. Daraufhin hörte Prinz Heinrich auf zu schnippen, sah in die dunkle Publikumshöhle hinunter und fing an zu schreien. Ihr Schweine! Ihr Schweine! Ihr ekelhaften Schweine! Und schrie immer weiter. Da musste der Vorhang fallen.